willkommen zu meinem 10-Abo-Special. Hallo David. Hallo. Grüß Gott. Ich habe ganz viel Zeug aus Amerika mitgebracht zum Essen. Und das teste ich jetzt. Und ja, gib mir das erste Ding. Das ist doch deins. Dankeschön. Was ist das? Hart, saures, also irgendwas saures. Hey, wie sollen wir die Schaufel kriegen? Nicht mit deinen Zellen. Achso, da unten ist ein Ding. Achso, Scheiße. Und jetzt? Oh. Lol. Digga, werd gleich sterben. Das nehme ich als letztes, Alter. Digga, das nehme ich als letztes. Ja, gleich, aber das probiere ich als letztes. Ich werde da sterben, ey. Kein Bock, dann die anderen Sachen nicht testen zu können. Ah, voll eingeklemmt. Und die nächste. Die ist nice. Denke ich jetzt mal. Und das kann man ausschneiden. Ach, warum will man das denn hin tun? Colin, mach mir echt Kirre dahinter. Digga, ich bin so schlecht in Sachen aufmachen. Digga, wie wenig da drin ist! Hallo! Das ist einfach nur so wenig drin in so einer riesen Verpackung. Und das hat einfach $4 gekostet. Ja. So richtig gangstermäßig. Ja, guck, das ist richtig hart irgendwie anscheinend. Das ist so eine Skala von 1 bis 60. Vielleicht nicht. Ich mach das mir nicht mal. Ja. Nein, du machst jetzt das, aber wir verschieben nicht alles nach hinten. Digga, sonst nehmen wir so einen Schraubenzieher, oder? Weil die riechen mir mega. Ach, du hast schon das gegessen. Digga, meine Haare sind auch richtig am Arsch. Was ist das? Juicy Drop Taffy. Juicy Taffy und Sau. Oh, das ist ein Gel. Wie geil! Das ist so ein Stift. Hä? Digga, wir sehen uns gleich, wenn wir was zu trinken geholt haben. Gib mir den Becher. Fuck. Scheiße. Ja, jetzt chill mal. Ich probiere als erst. Und wir testen das jetzt mal. Ich glaube, wir hätten das nicht so lange offen. Ich nehme mal wenig. An die Seite. An die Seite. Heb mal. Nein, ich muss das essen. Sauer? Ich glaube, ich muss alles im Mund nehmen. Mhm. Ich habe richtig verkackt. Jetzt nimm alles im Mund. Mach mal wieder Wasser rein. Ja, Digga, chill mal. Guck, ist gar nicht schlimm. Der Stab muss man halt voll viel nehmen, damit es sauer wird. Ich nehme da jetzt richtig viel mal. Ist es bei dir schon sauer gewesen? Nur am Anfang, und dann schmeckt es voll nach Kaugummi. Mach mir mal was da rein, Alter. Nein. Digga, ich habe richtig viel genommen. Tu da jetzt was. Digga, ich hab dir so viel Wasser reingetan. Digga, jetzt gib mir Wasser. Okay. Boah. Alter, das ist sauer. Mhm. Scheiße. Aber jetzt schmeckt es voll gut eigentlich. Was Müll? Nimm dir den Müll zu dir. Passt zu dir. Boah, hab ich dich gedisst gerade. Okay. So, zum nächsten. Digga, wie ich einfach nur solche sauren Dinger mitgenommen hab. Hä? Schluck den runter, Digga. Ist doch kein Kaugummi-Tier hier. Alter, ich hab's gecheckt. Das ist so wie. Die Kaugummi ist hier irgendwann auf Wechsel. Die sehen eigentlich ganz lecker aus. Die schmecken auch voll nice. Deswegen war der ganze Laden voll mit dem Zeug. Ich wollte doch mal! Ich wollte noch mehr essen! Kamelhoden. Ist so! Kamelhoden.
müssen. Ah, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Alter, das tut richtig viel. Oh. So. Mal gucken. Mir kommt das entgegen. Mir kommt einfach ein Stück Pappe. Achso, das ist da in dieser Pappe drin. Wieso sind denn... Alter! Das sind die Kamel. Das sind da richtig viele. Richtig viele, ja, vor allem. Für 6 Dollar. Oder? Wie viel hat das gekostet? 8 Dollar? Okay. Egal. Nee. Dies verlose ich an meine Zuschauer. David hat gewonnen. Nein, du wirst. Keinem mehr. Alter, wieso ist denn über jedem Kackding mit Pop-Pop? Er lutscht mir so sein Ding da ab. Alter! Mach du die Kamelhoden auf! Ja, ist sein Ding. Los, weg da. Weil jetzt hat man immer die schönen Stückchen. Digga, genau heute habe ich schon. Boah, ey, der ist so dumm. Digga, er hat einfach diese Ding ausgeleert. Er reißt diese Ding auf und leert alles aus. Du bist so ein Sack. So, gib's mir, gib's mir. Alles. Nein, lass die Kamelhoden bei dir. Die sind auch schon wieder sauer. Alter, hier, hier sieht's aus wie im, wie im Stall von einem... Jetzt! Ah, Leute, das ist wirklich... Ne, jetzt! Meine. Nein, ich probiere jetzt so einen Kamelhoden. Alter, das hört sich so falsch an. Ihhh! Gönnt euch dieses Ding. Ich krieg's schon wieder nicht auf. Ach so. Ich will das nicht essen. Fokussier mal bitte. Hallo. Echte Hoden? Ja, wahrscheinlich von so einem Stacheltier oder sowas. Okay, auf drei. Eins, zwei. Hör doch mal auf. Drei, zwei, eins. In mach. Hey, muss man es lutschen? Hier ist extra sauer, geil! Und da ist es nicht sauer! Schmeckt irgendwie komisch. Schmeckt falsch. Jetzt kommen wir zu den harten Sachen. Digga, es sieht hier einfach aus. Oh, ja, da machst du mit, ey. Du machst so, dass man dich nicht sieht, komm. 12 Likes, dann macht er mit. Alter, ich hab immer noch diese komische... diesen Kamelhoden im Mund. Digga, wir schießen die jetzt auf die Bahnschienen. So, wir sind jetzt hier an den Bahnschienen. Da hinten ist Herr David. Alter, nicht werfen! Schießen! Von dem her spucken. Ah, jetzt kommt gleich heftigste Aufnahme. Es liegt da einfach. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber es liegt. Hallo. So, ohne Kamelhoden mehr im Maul. Ach, probieren wir jetzt die Jelly Beans. Die habe ich in so einem Outlet gekauft. David macht mit. Und die probieren wir jetzt mal. Das war voll geil kühl. Digga! Boah, das stinkt so heftig, Alter! Du isst so ein Scheißding! Ich stell mich da vor, wenn ich einmal drauf war. Du beißt doch mindestens auf eins drauf. Ja, Alter, die stinken so heftig. Ich glaube, wir machen nachher so mal die Challenge. So in Wasser auflösen die Dinge und dann trinken. Ich weiß nicht. Wenn wir 20 Likes schaffen, dann machen wir das. Ja, danach kommen die von Harry Potter dran. Ich habe nämlich noch Harry Potter Produkte gekauft. Aber jetzt kommen erstmal die Produkte. Ein einziges. Das sind zwei. Das Ding und das da. Also ich nehme eins und du nimmst auch eins. Stinkt so heftig. Hast du es? Nein. Digga, mach ihn nicht. Es
du eins? Okay. Ja, riecht. Alter, meins riecht so. Okay, auf drei. Wirklich? Auf drei. Eins, zwei. Doch, du machst wirklich. Ich mach's nach dir. Eins, zwei, drei. Scheiße, ich hab nämlich drauf gebissen. Während David da draußen gerade irgendwie halb stirbt. Probieren wir nochmal das andere. Der stirbt gerade draußen. Alter, geil. Digga, dieser Zug ist gerade einfach vorbeigefahren. David stirbt. Und der hat einfach Bordelflip geschafft, der Zug. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da auf jeden Fall. Ja, man sieht's. Was? Ich weiß. Ich hatte dieses Strawberry-Banana-Dings. Da sind die da voll, der ist fast eine Flasche leer geäxt, Alter. So, mal gucken, was wir als nächstes testen. So, da leckt wieder sein Ding ab. Ja. Alter, Junge. Ihr hättet das gerade sehen müssen. Nein, das ist so, das ist lecker gegen das. Das da, aber das gerade eben hättet ihr auch sehen müssen. So, gib mir das nächste. Alter, nicht schon wieder Jelly Beans. Die esse ich nicht. Alter, doch, du isst es. Nein, da ist nur. Du kannst, du probierst Erde. Erde probierst du. Halt schon. Erde ist nicht so schlimm, Alter. Ich hätte dir jetzt auch Kotze unter. Irgendwie gibt es Ohrenschmalz. Alter, ich kann jetzt. Ohrwurm? Dann kann aber sein, dass der Hals abbricht. Mal gucken, was ich. Wieso? Was ist das? Burger, ich probiere jetzt Burger. Keine Ahnung, was. Ah, nee, da gibt's noch. Ach, da gibt's noch mehr. Digga, ich probiere Gras. Gras geht ja. Marihuana. Alter. Ja, warum geht dann Erde nicht? Dann nimm du halt Gras, wenn's geht. Ja. Es schmeckt einfach mal gar nicht nach Gras. Was ist. Was? Okay, ist? Es schmeckt nach Gras. Boah. Weißt du nicht, was Marshmallow ist? Digga. Marshmallow! Ja, stimmt. Zack. Zitrone wird doch nicht schlimm sein. Kann aber auch verrottetes Ei sein. Geil. Könnte aber auch verrottetes Ei sein. Ja, dann nimm's jetzt. Drei. Digga, das sieht man doch, dass es Zitrone ist. Ja, das Ei sieht auch so aus, oder was? Gras sah genauso aus wie grüner Apfel. Glaube ich, ja, hatte sogar grüner. Ist das Ei? 3000 Jahre später. Laut! Hallo! 3, 2, 1, Trommelwirbel! Beiß drauf! Das ist Zitrone. Was so, hast du denn? Ich hab gar nicht drauf gepflückt. Nicht? Beiß drauf! Hä, hey, dann schmeckt man ja gar nichts. Ich hab Angst, ja, dann kotzt es halt aus, Junge! Okay, ich hol jetzt, glaube ich, mal einen. Flaschenöffner. So, wir haben den Flaschenöffner. Sieht richtig vergammelt aus. Nein! Digga, er hätte das magische Butterbier fast geworfen. Da verrecken wir. Oh, das wirst du mitprobieren. Ja, das wirst du mitprobieren. Zischkotz. Das war so klar! Du bist so scheiße. Digga, das stinkt richtig! Felix hat jetzt das tolle Butterbier. Also ich probiere das jetzt. Er nimmt Alter. Jetzt. Das stinkt so heftig. Das stinkt so heftig nach Butter, Alter. Oh, Trommelwirbel. Oh. Kotzt der? Hey, das geht voll. Oh, ich würde niemals diese ganze Flasche trinken. Oder tu den Krockending da wieder drauf. Diesen einen. Alter, das schmeckt nicht so nice, wie ich erwartet habe. Also, es haben ganz viele schon gesagt, dass es. Oder tu den anderen noch drauf, der hat doch Ex-Wand und sowas. Nein, ich hab einfach wieder ganz zugeworfen. Nee, man riecht gar nichts mehr. Es geht. So, jetzt kommen wir zum Schluss und dem heftigsten Produkt, denke ich. Alter, mir ist immer noch so schlecht von diesem komischen Bier, ey. Ah, nee, das hätten wir da auch. Mach mal.
gleich nach dem. Das probieren wir zusammen. Ist es irgendwie auch so was Ekliges in der Art? Weil die verschiedene sind. Nee, das ist alles das gleiche. David! Ja. David, jetzt tu dich das Zeug das weg! Das darfst du behalten, gell? Das ja? So ein Schaden. Alter. Ich was weiß, kriegt man bei 60 Sekunden? Was steht da bei 60 Sekunden? Da gibt es auch verschiedene Stufen. Full Toxi Head, also so richtig harter Kolle. Aber es sieht nice aus, diese Verpackung. Okay. Digga, ich hab das einfach jetzt gegessen. Es war nicht so nice. Nochmal. Naja, es ist ganz wieder nochmal. Du hast es angefangen. Aber jetzt ich bin so dumm und film diese Scheiße einfach nicht. Rein. Jetzt zieht es sich da dran. Das film ich aber. Nein. Am Anfang ist es sauer. Ja, am Anfang ist es richtig sauer. Mhm. Am Anfang ist es richtig sauer, gell? Bei 30 Sekunden denkst du stirbst irgendwie, gell? Halt, guck mal, wir haben meine Zunge falsch. Jetzt klingelt das Telefon. Gell, Alter, du denkst, du stirbst so hart, Alter. Aber man sieht dich nicht wirklich. Okay, wie viel sind wir? 6, oh, 10 Sekunden ab. Jetzt noch. Jetzt geht's eigentlich voll. Anfangs denkst du stirbst so heftig. Sind überall noch diese. Ich hab geschafft. Alter. Ist eigentlich voll okay, gell? Jetzt kann aber am Anfang denkst du stirbst. Ja. Am Anfang verreckst du. Das ist so krank, Alter. Ey, kann ich davon nachher zwei mitnehmen, oder? Du kannst zwei mitnehmen, auf jeden Fall. Ich will schon. So, jetzt kommen wir wirklich zum grünen Abschluss. Die Hässlons, die ich dir jetzt schenke, obwohl es eigentlich meine war. Es waren eigentlich seine, habe ich mitgenommen. Aber anscheinend schmecken die so herzlich krank. Ich will die gar nicht probieren. Guck mal, die rasseln so. Dieses Papier dann noch im Mund haben mit diesen Perlen, da meinst du kotzt. Komm, und dann. Ich hab das Ding noch im Mund. Dann tu's raus. So, jetzt probiere ich dieses Rasseln mit Dünter. 1, 2, 3. Und am Anfang ein bisschen kauen und dann lutschen. Oder weiterkauen. Da meinst du gleich, shit, du kotzt. Das Esper, du darfst dann die Kugel nicht kauen. Mit dem Esspapier und dann lutschen. Hey, die schmecken voll geil eigentlich. Digga, die schmecken richtig nice. Die hässlich. Die sind richtig geil, Alter. Richtig scheiße. Digga, die sind wirklich nice, Alter. Ja, die kannst du behalten. Gerne. Die kleine Kügelchen, die sind richtig nice. Dafür nehme ich mal. Und jetzt sieht es gerade hier so aus. Von jedem ein bisschen was, okay, mit. Du nimmst von ganz sicher nicht. Von jedem ein. So, das war's von diesem 10-Abo-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich echt freuen. Und bye. Alter, jetzt hör doch mal auf, mit diesem Zeug abzuwerfen. Und bei 20 Likes, haben wir gesagt. Bei 20 Likes, das ist jetzt schon unwahrscheinlich. Mischen wir die diese Jelly Beans mit Wasser. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin. Ciao.